Hallo zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein praxisorientierter Tipp, um dein Spiel zu verbessern. In diesem Video zeige ich dir 4 Gründe, warum du den Ball häufiger cross spielen solltest. Bevor wir mit den Gründen starten, warum du häufiger cross spielen solltest, ist es wichtig, die Begrifflichkeiten cross und longline zu verstehen. Cross bedeutet, wenn der grüne Spieler hier unten den Ball diagonal spielt, englisch cross. Würde er den Ball geradeaus spielen, in diese Ecke, sagt man dazu Longline. Die ersten beiden Gründe, den Ball häufiger cross zu spielen, beziehen sich tatsächlich auf die räumliche Umgebung des Platzes. Und zwar haben wir eine höhere Distanz über die Diagonalen, wenn wir von der Ecke aus messen, bis zu der oberen Seite. Bedeutet, ich habe hier einen längeren Weg, ich könnte auch länger schlagen, sodass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dadurch etwas mehr Länge nach hinten da ist, dass der Ball auch noch weiterhin ins Feld geht. Der zweite Grund befindet sich hier, und zwar habe ich dir hier einmal das Netz eingezeichnet. Beim Einzel beträgt die Mitte des Netzes 91,4 cm. An den äußeren Seiten, im Einzel werden hier auch noch Singlestäbe benutzt, ist die Höhe 1,7 m. Heißt, ich habe hier schon eine Differenz von über 15 cm, dass das Netz außen höher ist als in der Mitte. Deswegen auch ein Tipp, spiel den Ball häufiger cross, weil in der Mitte das Netz den niedrigsten Punkt hat. Der dritte Punkt, warum du den Ball häufiger cross spielen solltest, ist, dass es etwas ökonomischer für dich ist. Das bedeutet, dass ich in meiner Verteidigungsstrategie oder auf meine Antwort, wenn ich den Ball cross gespielt habe, etwas weniger laufen muss, um den Platz optimal abzudecken. Dazu habe ich auch schon mal ein Video erstellt, das verlinke ich dir jetzt hier nochmal in die Infobox. Aber ganz kurz für dich nochmal erklärt, falls du es noch nicht gesehen hast, wenn der grüne Spieler den Ball in diese Ecke spielt, reicht es in der Platzabdeckung, da wir immer die Winkelhalbierende abdecken wollen, wenn er leicht versetzt auf dieser Seite stehen bleibt. Sollte er den Ball Longline spielen, müsste er diese Position einnehmen, um das Feld abzudecken. Bedeutet auch hier, kann ich wieder 2 bis 4 Meter sparen, je nachdem, wohin oder welche Ausrichtung, in welche Ecke ich meinen Ball gespielt habe. Deswegen hier als Tipp, du musst weniger laufen, wenn du den Ball cross spielst. Nachdem der dritte Punkt etwas defensiver angelegt war, wie verteidige ich mich oder wie muss ich mich positionieren nach meinem Schlag, ist der vierte Punkt, warum du öfter den Ball cross spielen solltest, eine offensivere Aktion. Und zwar, wenn du es schaffst, von hier aus einer mittigen Position, den Ball ruhig etwas kürzer cross zu spielen, kann ich somit meinen Gegner außerhalb des Feldes drängen und kann dann mit einem nächsten Schlag in diese Seite oder ich schaue ihn aus und spiele gegen die Laufrichtung meine Punkte oder einen Spielzug anwenden oder eine Falle stellen, wo der Gegner auch nicht mehr rauskommt. Das waren meine 4 Gründe, warum es sich lohnt, den Ball häufiger auch cross zurückzuspielen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass gerne ein kostenloses Abo da oder einen Kommentar für weitere praxisorientierte Videos.